Mein Name ist Claudia Rubi, ich bin Biologin und Wissenschaftsjournalistin und freue mich auf einen spannenden Tag mit viel Input zum Thema Biodiversität und Daten. Oft berichte ich als Journalistin über Forschungsprojekte, bei denen Daten eine wichtige Rolle spielen. Sei es das Insektensterben, der Einfluss des Klimawandels auf Blühzeitpunkte oder die Zugzeiten von Vögeln. Alles spannende Einzelprojekte. Doch was passiert mit diesen Daten, wenn das Projekt abgeschlossen ist, wenn eine Veröffentlichung draußen ist? Sehr häufig versinken sie dann irgendwo in den Schubladen, sind nicht mehr zugänglich, tragen nicht dazu bei, dass das Puzzle des Wissens weiter wachsen kann. Dass sich das ändert, das war schon der Antrieb von GF Bio und das wird nun von dem neuen Projekt NFDI for Biodiversity in etwas anderer Form weitergeführt. Und ich glaube, jetzt muss ich dringend einmal die beiden Abkürzungen erklären. GF Bio ist die German Federation for Biological Data und NFDI for Biodiversity ist die nationale Forschungsdateninfrastruktur für Biodiversität. Keine Sorge, ich werde das später bestimmt nochmal wiederholen. Ganz kurz zum Programm. Das finden Sie entweder in Ihrer Konferenztasche hier in Leipzig oder wenn Sie per Zoom zugeschaltet sind, steht das Programm auch im Chat. Nach den Vorträgen gibt es immer wieder die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Zum Teil bündeln wir drei Vorträge. Einige Infos zum Prozedere stehen hier hinter mir auf der Tafel.